Kelly Curtis horchte auf das Geräusch der Dusche. Sie konnte es nicht glauben. Sie starrte die schlammverkrustete Kleidung an, die nachlässig hingeworfen auf dem Bett lag. Shorts und kurzärmeliges Khaki-Hemd. Augenblicke später wurde die Dusche abgestellt und dann trat sie in ein Handtuch gewickelt heraus. Ah, jetzt fühle ich mich schon besser. Mann, ist das vielleicht ein feudaler Karawan? Der Doc hat wirklich ganze Arbeit geleistet. Ja, der ist toll. Dr. Malcolm hat was zum Anziehen für sie herausgelegt. Er hat gemeint, es wird schon irgendwie passen. Saubere Shorts und ein T-Shirt. Von wem sind die? Ich glaube von Eddie. Könnten passen. Was willst du werden, wenn du erwachsen bist? Ich weiß noch nicht. Das ist eine sehr gute Antwort. Wirklich? Meine Mutter drängt mich immer, einen Teilzeitjob zu suchen und zu entscheiden, was ich mit meinem Leben anfangen will. Hör zu, Kleine. Kein intelligenter Mensch weiß, was er tun will, bis er 20 oder 30 ist. Oh. Was würdest du denn gern studieren? Also eigentlich mag ich Mathe. Aber Mädchen sind ja nicht so gut in Mathe. Ich meine, sie wissen schon. Das sagt doch jeder. Wie zum Beispiel mein Lehrer. Na, klasse. Und die anderen Kinder nennen mich eine Streberin. Und solche Sachen. Sie wissen schon, keiner mag Mädchen, die klug sind. Schätzchen, schon mal was von George Schaller gehört? Klar, der hat Pandas studiert. Richtig, Pandas und davor Schneeleoparden und Löwen und Gorillas. Er ist der wichtigste Tierforscher des 20. Jahrhunderts. Und weißt du, wie er arbeitet? Nein. Bevor George zu einer Expedition aufbricht, liest er alles, was über das Tier, das er studieren will, geschrieben wurde. Und dann geht er hin und beobachtet selber das Tier. Und weißt du, was er normalerweise herausfindet? Nee. Dass fast alles, was darüber geschrieben oder gesagt wurde, falsch ist. Also Kelly, auch wenn du noch so jung bist, eins kannst du ruhig gleich lernen. Dein ganzes Leben lang werden Leute versuchen, dir etwas einzureden. Und fast alles davon, ungefähr 95%, ist falsch. Das ist eine Tatsache des Lebens. Menschen werden vollgestopft mit Fehlinformationen. Deshalb ist es schwer herauszufinden, wem man glauben kann. Ich weiß, wie es dir geht. Wirklich? Ja. Meine Mama hat mir immer gesagt, dass aus mir nie was wird. Und einige meiner Professoren ebenfalls. Tatsächlich? Oh ja. Genau genommen. Nein, 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 diese Idioten, die könnten alles ruinieren. Das ist schrecklich, schrecklich. Ist das ein Jeep? Sie hat einen roten Jeep. Dann ist es Dutchson. Verdammt. Was treibt er denn hier? Ich kann's mir denken. Wo sind Sie jetzt? Ich glaube im Osttal. In der Nähe der Stelle, wo wir Dr. Levine gefunden haben. Soll das heißen, dass jetzt auch noch andere Leute auf der Insel sind? Ja, Richard. Na, dann solltet ihr sie besser aufhalten, bevor sie alles vermasseln. Ich weiß. Willst du zurückkommen? Nicht ohne zwingenden Grund. Sag mir Bescheid, wenn es einen gibt. Das sind sie, kein Zweifel. Das ist dein Freund Dodgson. Er ist nicht mein Freund. Fahren wir. Wir müssen diese Mistkerle stoppen. Wir haben keine Zeit zu verlieren.